Ahoi Freunde und willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video zeige ich dir die besten Einsteigerkameras, die nicht nur zum Fotografieren geeignet sind, sondern auch zum Filmen für angehende YouTuber und Hobbyfilmer. Ich bin David Cray und jetzt geht's los. Viel Spaß! Jedes Jahr werden neue Kameras veröffentlicht und der Kameramarkt ist dadurch ständig im Wandel. Schaust du dir das Video jetzt ein Jahr nach der Veröffentlichung an, kann es schon passieren, dass bestimmte Kameras nicht mehr von mir empfohlen werden. Solltest du das Video jetzt später anschauen, empfehle ich dir direkt meinen Kanal zu besuchen, denn hier findest du immer das aktuellste Video zur Kamerakaufempfehlung. Du solltest mindestens mit 300 Euro aufwärts rechnen, wenn du eine gute Einsteigerkamera möchtest, die besser ist als ein Smartphone. Ganz wichtig, bleib beim Kamerakauf in deinem Budgetrahmen und setze dir eine Budgetgrenze. Denn die reine Kamera ist nicht alles. Du brauchst auch eine Speicherkarte, ein Objektiv, eine Tragetasche und vielleicht auch ein Stativ. Rechnet man das Zubehör noch oben drauf, solltest du beim Kauf einer Kamera mit Kit-Objektiv noch ca. 100 bis 200 Euro dazu rechnen. Canon, Nikon, oder vielleicht doch Sony? Naja, die Frage stellt sich eigentlich nicht, denn am Anfang kannst du eigentlich jede Marke auswählen. Wichtig ist nur, dass du dich mit der Kamera wohlfühlst. Solltest du jetzt nicht innerhalb kürzester Zeit zu einem Profifotografen aussteigen, wirst du höchstwahrscheinlich deine Kamera nicht so schnell ausreizen. Das Krasse ist ja, bis 2018 habe ich alle meine Auftragsarbeiten mit einer 600 Euro Kamera fotografiert und was soll ich sagen? Einen großen Unterschied sehe ich jetzt nicht wirklich. Jetzt kommt ein Spruch, den einige bestimmt schon gehört haben. Ich habe es auch schon mal in einem Video erwähnt. Es ist nicht wichtig, welche Kamera du hast. Es ist wichtig, was du hier hast und was du hier hast. Und wenn man es genau nimmt, ist auch das Equipment wichtig, was du einsetzt. Denn eine 2000 Euro Kamera ist nur halb so gut, wenn du ein schlechtes Objektiv verwendest, dein Stativ vielleicht auch noch wackelt oder wenn du keine Lichttechnik einsetzt. Aus diesem Grund werde ich hier keine aufgenommenen Bilder oder Videos miteinander vergleichen. Die vorgestellten Kameras sind alle ähnlich gut und die Unterschiede liegen vielmehr in den kleinen Details oder in der Ausstattung. Eine viel wichtigere Frage ist jedoch, mit Spiegel oder ohne Spiegel? Immer mehr Kameras verzichten auf den Spiegel und werden dadurch immer kleiner und immer leichter. Abstriche bei der Qualität musst du hier aber nicht hinnehmen. Der für mich größte Vorteil einer spiegellosen Kamera im Einsteigerbereich ist der digitale Sucher. Er zeigt dir das Bild so an, wie es nach dem Drücken des Auslösers auch auf der Karte abgespeichert wird. Das heißt, stellst du etwas an der Kamera ein, siehst du sofort die Änderung im digitalen Sucher. Bei Spiegelreflexkameras sieht das Ganze schon anders aus. Hier zeigt dir der Sucher das Bild so an, wie es dein Auge in diesem Moment sieht. Ohne Display und ohne Einwirkung der Kamera. Ist die Kamera aber verstellt, siehst du keine Änderung im Sucher. Lediglich der Belichtungsmesser im Sucher gibt dir einen groben Richtwert, ob das Bild korrekt belichtet wurde. Aber du kannst dich halt nicht immer auf den verlassen. Je nachdem, was du vorhast, kann es passieren, dass das Bild halt mal überbelichtet ist oder halt mal unterbelichtet ist. Wenn das Geld ausreicht, dann greif lieber zur DSLM, also zur spiegellosen Kamera. Und wenn du jetzt später beim Equipment Abstriche machen musst, dann greif lieber zur Spiegelreflexkamera, also zur DSLR. Fangen wir endlich an mit meinen Empfehlungen. Als erstes werde ich dir in diesem Video die günstigsten Kameras zeigen. Und anschließend kommen dann die hochpreisigen Aufsteigerkameras, die ordentlich ins Geld gehen, aber auch verdammt gut sind. Auf geht's! Die allererste Kamera, die ich dir jetzt vorstelle, ist weder die beste noch die schlechteste. Sie war 2018 ein Meilenstein der Firmengeschichte und ist aktuell in Japan die mit Abstand meistverkaufteste spiegellose Systemkamera. Die Rede ist von der Canon EOS M50. Für gerade mal 580 Euro bekommst du einen aktuellen Bildprozessor mit Augenautofokus, ein dreh- und schwenkbares Full-Touch-Display, 24 Megapixel, WLAN für eine Smartphone-Anbindung, eine sehr schnelle Serienbildaufnahme von 10 Bildern in der Sekunde, 143 Autofokusfelder und ein sehr gutes Video-Autofokus-System. Und für unter 600 Euro bekommst du sogar 4K-Videos. Aber leider ist die Funktion nur in bestimmten Situationen zu gebrauchen, denn der Autofokus ist bei 4K-Videos verdammt schlecht und die Videos sind 1,6-fach rangezoomt.
Und wenn du alles bei der EOS M50 aktivierst, also die ganzen Bildstabilisatoren, die man noch aktivieren kann, dann kommst du auf einen Crop von 2,2. Und das bei einer APS-C-Kamera, wo du von vornherein schon einen Crop hast. Im Großen und Ganzen kannst du mit dieser Kamera aber sehr gute Bilder machen und richtig schöne Videos aufnehmen. Leider gibt es noch einen kleinen Haken. Die M-Serie wird in naher Zukunft eingestellt und die Objektivauswahl lässt zu wünschen übrig. Aber das ist nicht wirklich ein Problem für dich, wenn du den perfekt funktionierenden EF-Adapter oder den Speedbooster von Filtrox verwendest. Und letzteres ist sogar ein Vorteil. Muss dich mal mit Speedbooster auseinandersetzen, ist wirklich richtig, richtig cool. Für gerade mal 25 Euro bekommst du mit einem zusätzlichen Adapter eine riesige Auswahl an Objektiven, die keine Wünsche offen lässt. Und wenn man es genau sieht, ist das sogar ein kleiner Vorteil für die EOS M50, denn du kannst mit dieser Kamera auf mehr Objektive zugreifen als mit einer Spiegelreflexkamera, denn da hast du keinen Adapter und kannst nicht auf die M-Serie zurückgreifen. Der nächste große Meilenstein kommt von Sony und ist bereits seit 2014 auf dem Markt. Vergleicht man sie mit der jüngeren EOS M50, sieht man, wie viel Vorsprung Sony 1 hatte. Einfach nur gigantisch. Im Großen und Ganzen sind sich die beiden Kameras aber sehr, sehr ähnlich. Die Alpha 6000 ist mit 11 Bildern in der Sekunde ein Müh schneller, besitzt 179 Autofokuspunkte und hat einen minimal größeren Bildsensor. Vorteile, die eigentlich kaum ins Gewicht fallen. Denn der Rest ist nahezu gleich. Was aber ins Gewicht fällt, ist das Autofokus-System, welches bei der Alpha 6000 etwas langsamer arbeitet als bei der EOS M50. Wenn du jetzt nur Fotos und gelegentlich ein paar Videos aufnimmst, ist die Alpha 6000 für unter 500 Euro eine absolute Kaufempfehlung für dich. Für Videoblogger ist die Kamera nicht unbedingt die beste Wahl, denn du musst bei der Alpha 6000 auf ein dreh- und schwenkbares Touchdisplay verzichten, auf einen klassischen Mikrofoneingang und auf einen Bildstabilisator. Auch wenn der bei der EOS M50 nur digital ist, aber in Kombination mit einem guten Objektiv sind die Aufnahmen bei der EOS M50 deutlich ruhiger. Im etwas höheren Preissegment ist der Nachfolger die Sony Alpha 6100 angesiedelt. Und hier muss sich die EOS M50 definitiv geschlagen geben. Für stolze 750 Euro bekommst du hier einen würdigen Nachfolger der legendären Alpha 6000. Bei der Bildqualität gibt es nur leichte Änderungen. Die größte Neuerung ist der Echtzeit-Autofokus mit 425 Autofokuspunkten. Er ist nicht nur genauer und schneller, sondern kann sogar die Augen von Menschen und Tieren erkennen. Die Alpha 6100 ist mit dem schwenkbaren Display, dem neu hinzugefügten Mikrofoneingang, dem größeren Akku und mit der sehr hohen Bild- und Videoqualität eine Kamera für alle. Also wenn du dich nicht entscheiden kannst, dann kauf die Kamera. Es gibt eigentlich nur eine Sache, die mich an der Alpha 6100 stört. Und zwar ist das die rudimentär umgesetzte Touch-Steuerung. Denn die Touch-Funktion ist nur für das Verschieben der AF-Punkte gedacht. Alles andere musst du über die Tasten erledigen. Naja, wenn man jetzt nichts anderes findet, dann kommen halt solche Sachen zum Vorschein. Und wenn dich sowas nicht stört, und für mich ist das jetzt nicht wirklich ein Problem, dann kann man auf jeden Fall bei der Kamera zugreifen. Denn alles andere ist wirklich top. Es muss nicht immer nur Canon oder Sony sein, denn die X-T200 von Fujifilm ist eine schöne Kamera in Retro-Optik, die nicht nur schick aussieht, sondern auch etwas kann. Für ca. 700 Euro bekommst du hier eine konkurrenzfähige Kamera ohne richtige Schwächen. Der Autofokus besitzt stolze 425 Messfelder. Die Kamera erkennt und verfolgt die Augen von Personen, hat eine gute Serienbildgeschwindigkeit von 8 Bildern in der Sekunde und sie besitzt ein dreh- und schwenkbares, voll funktionierendes Touchdisplay. Und hier gibt's nochmal einen Seitenhieb an Sony. Für Videoblogger hat Fujifilm sogar ein spezielles Vlogger-Kit bereitgestellt und mit dabei ist ein Rode Mikrofon, ein Gorilla-Bot und eine 16 GB Speicherkarte. Okay, die hätte schon ein bisschen größer ausfallen können, aber im Einzelvergleich sparst du ja bis zu 50 Euro. Leider gibt es bei der Fujifilm auch etwas zu bemängeln. Die Kritik ist zwar auf hohem Niveau, sollte aber hier im Video nicht unerwähnt bleiben. Der Autofokus hätte nach meinem Geschmack etwas besser sein können. Er ist zwar schon deutlich besser als bei der Vorgängerversion, aber er kann immer noch nicht mit Sony oder mit Canon mithalten. Bevor es jetzt weitergeht, wenn dir das Video bis hierhin gefallen hat, lass doch ein Like da und abonniere diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und wenn du Bock hast, kannst du mir auch mal in die Kommentare schreiben, für welche Kamera du dich interessiert hast. Vielleicht hast du noch andere Fragen, ab damit in die Kommentare und jetzt würde ich sagen, weiter geht's. Und jetzt geht es weiter mit der gehobenen Kameraklasse, die ordentlich ins Geld geht, aber dafür mit vielen tollen Funktionen punktet. Und hier muss ich aber nochmal darauf hinweisen,
dass die Kameras nicht unbedingt für blutige Anfänger gedacht sind. Sie sind ohne Frage auch einfach zu bedienen, verstehe mich da bitte nicht falsch. Aber als Anfänger ist es immer gut, wenn man noch etwas Geld übrig hat, um ein Stativ oder eine Kameratasche zu kaufen. Hast du aber gerade im Lotto gewonnen oder mal wieder eine Bank ausgeraubt, dann kann dir das herzlich egal sein. Auf geht's in die nächste Runde. Kommen wir als erstes zu einer Kamera, die letztes Jahr von Deep Review zur Kamera des Jahres gekürt wurde. Die EOS M6 Mark II beeindruckt mit einem großen 32-Megapixel-Sensor, der nicht nur groß ausfällt, sondern auch verdammt schnell ist. Klar, Auflösung ist nicht alles, aber die Kamera hat noch mehr zu bieten. Die EOS M6 Mark II kommt mit einer Serienbildrate von bis zu 14 Bildern in der Sekunde. Sie besitzt 5481 AF-Punkte. Die Lichtempfindlichkeit geht sogar hoch auf bis zu ISO 51200 und die Kamera ist auch im Videobereich mit 4K und hier wohlgemerkt ohne Crop sehr gut aufgestellt. Die zwei besten Features sind zum einen der Burst-Modus, in dem du mit einer reduzierten Auflösung bis zu 30 Fotos in der Sekunde aufnehmen kannst und die Pre-Shooting-Funktion, die 0,5 Sekunden vor dem Auslösen das Foto bereits aufnimmt. Im Vergleich zur EOS M50 stellt die M6 Mark II eine höhere Klasse dar, die aber auch mit Kompromissen daherkommt. Und naja, Kompromisse deshalb, weil je nach Nutzung das ein Vor-, aber auch ein Nachteil sein kann. Das Touch-Display zum Beispiel ist nur ein kippbares Display ohne Dreh- und Schwenkfunktion. Kann gut sein, muss aber nicht. Und ein weiterer Kompromiss könnte der digitale Sucher sein, denn den suchst du hier vergebens, er ist einfach nicht da. Kannst du aber nachrüsten. Ich für meine Fälle brauche den nicht wirklich, weil ich vieles einfach über das Touchdisplay mache. Es gibt bestimmt einige, die den brauchen, aber ihr müsst das beachten, dass der ziemlich groß ist, ziemlich wuchtig und das macht die Kamera einfach nur unnötig groß. Die Sony Alpha 6400 stellt im Vergleich zur Alpha 6000 ein riesiges Update dar. Die Verbesserungen sind spürbar und der Preis dementsprechend hoch, aber auch gerechtfertigt. Vergleicht man die Kamera hingegen mit der Alpha 6100, wird man kaum Unterschiede feststellen und auf den ersten Blick wird wohl jeder zur günstigeren 6100 greifen. Aber angehende Filmer unter euch, die es wirklich ernst meinen, sollten jetzt zuhören. Für ca. 100 bis 200 Euro mehr bekommst du bei der Alpha 6400 einen höher aufgelösten digitalen Sucher. Die Haltbarkeit vom Verschluss ist aufgelegt auf 200.000 Fotos. Und jetzt kommt das entscheidende Kaufargument. Du kannst bei Videoaufnahmen deutlich bessere Profile zum Color Grading auswählen. Und ich sage nur S-Log-Profil. Naja, und alle anderen Sachen sind nahezu identisch. Und jetzt liegt es an dir, ob dir diese drei wesentlichen Funktionen das Geld wert sind. Schreib mir doch einfach mal in die Kommentare, wie du dich entschieden hast. Die Nikon Z50 ist das erste spiegellose APS-C Modell von Nikon und schneidet durchgehend sehr gut ab. Zu den Stärken der Kamera gehören unter anderem die Bildqualität und die sehr hohe Bildrate bei Serienbildaufnahmen mit bis zu 11,5 Bildern in der Sekunde. Die 51-Megapixel-Fotos sehen richtig gut aus und das Bildrauschen hält sich auch bei höheren ISO-Werten in Grenzen. Der Autofokus arbeitet sehr flott und stellt bewegende Motive dank 209 Messfelder treffsicher scharf. Okay, wenn ich jetzt so die Konkurrenz sehe, die haben schon ein paar mehr Messfelder, aber wenn ich daran denke, wie wir angefangen haben mit 3, später mit 9. Das hat auch alles gut geklappt und ich würde sagen, die 209 Messfelder reichen am Anfang dicke aus. Okay, gut, bei Fotoaufnahmen können wir jetzt einen Haken setzen. Aber wie sieht es eigentlich jetzt aus mit Videoaufnahmen? Naja, den können wir auch hier setzen, denn die Kamera hat kaum Schwächen und überzeugt auch im Videobereich. Die Bildqualität fällt bei 4K und bei Full HD Videos sehr gut aus. Du musst noch nicht mal einen Crop hinnehmen wie bei der EOS M50. Des Weiteren besitzt die Kamera einen Mikrofoneingang und einen zügigen Video-Autofokus, der in den allermeisten Fällen überzeugt. Was mir an der Nikon Z50 nicht so gefällt, sind die Sensortasten direkt neben dem Monitor, die sich bei Nacht sehr schlecht ablesen lassen. Und der Mangel an bildstabilisierten Objektiven. Verwendest du aber die beiden Z-Objektive von Canon, dann kommst du in den Genuss einer sehr, sehr guten optischen Bildstabilisierung und das Problem hat sich für dich eigentlich erledigt. Es muss nicht immer nur Nikon, Sony oder Canon sein. Auch Olympus stellt tolle Kameras her und zeigt mit der OMD EM10 Mark IV eine beachtlich gute MFD-Kamera, die sich echt sehen lässt. Sie sieht aber nicht nur schick aus, sie kann auch ordentlich abliefern. Die Kamera ist schnell,
sehr schnell. Die Fokussierung von statischen Motiven erledigt sie in 0,12 Sekunden und die Serienbildaufnahme liegt bei sehr, sehr guten 15 Bildern in der Sekunde und ist somit die schnellste Kamera hier auf diesem Spielfeld. Die Kamera hat einen 20 Megapixel Sensor, sie nimmt Videos in Full HD und in 4K auf und sie besitzt als einzige Kamera hier einen 5-Achsen-Bildstabilisator für verwacklungsfreie Aufnahmen und besitzt einen leistungsstarken Autofokus. Leider kann sie ihren Vorteil bei bewegten Motiven nicht immer ausspielen, da Olympus lediglich auf einen verbesserten Kontrast-AF setzt und nicht auf einen modernen Phasen-AF wie Sony oder Canon. Spürbar ist das Ganze aber nur bei Action- oder bei Sportaufnahmen. Alles andere ist aber kein Problem für die Olympus. Als Fotograf kann man hier wirklich sorgenlos zugreifen. Vlogger und Hobbyfilmer bekommen hier ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bekommst du hier eine ausgezeichnete Bildstabilisierung und andererseits musst du mit einem Crop, also ein leicht rangezoomtes Bild, bei Full HD und bei 4K Aufnahmen auskommen. Und bei Selfies, Vlogs und engen Räumen könnte das schon ein Problem darstellen, weil MFT ist nochmal ein bisschen mehr gecroppt als die APS-C Kameras und wenn du dann im Full HD oder im 4K aufnimmst, ist das ja zusätzlich auch nochmal gekroppt, also nochmal stärker rangezoomt, dann könntest du ohne ein weitwinkliges Objektiv starke Probleme bekommen. Setzt du aber ein weitwinkliges Objektiv ein, dann könntest du das Problem eigentlich umgehen. Und jetzt kommt mein ultimativer Ratschlag für dich. Wir haben schon vor zig Jahren tolle Bilder eingefangen und die digitalen Kameras waren weit entfernt von der heutigen Bildqualität. Nimm die Kamera in die Hand. Versuch dich mit ihr anzufreunden und wenn du ein gutes Gefühl dabei hast, dann pack sie einfach in den Warenkorb und fang an zu fotografieren. Du wirst am Anfang mit Sicherheit nicht die besten Fotos in deiner Karriere machen, aber mit etwas Übung wirst du mit jeder Kamera tolle Bilder zaubern. Ciao!